Schöne am Rettungsdienst ist es, Menschen in Notsituationen zu helfen. Ein schöner Moment im Rettungsdienst ist, wenn man Menschen, die verängstigt sind, die vielleicht Panik haben, einfach aus dieser Situation ein bisschen raushelfen kann, mit denen spricht und die dann im Endeffekt echt dankbar sind darüber, dass wir da einfach da sind. Schwierige Einsätze sind das Leid der Menschen an Betroffenen zu sehen. Mein Name ist Philipp Zicher und ich bin Rettungssanitäter beim Samariterbund Ebersdorf. Es gibt eigentlich drei Gründe, warum ich mich freiwillig als Rettungssanitäter engagiere. Der erste Grund ist, dass es ein schönes Gefühl ist, beziehungsweise dass ich es für wichtig halte, dass man Menschen in Situationen hilft, aus denen sie sich selbst nicht mehr befreien können. Es kann jetzt sein, nach einem Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person, aber auch einfach eine alte Dame, die alleine jetzt nicht mehr in ihr Bett kommt, mitten in der Nacht. Der zweite Grund ist, wenn ich jetzt privat mit meiner Familie oder mit Freunden unterwegs bin und es passiert irgendwas, dann weiß ich, was zu tun ist und denke mir nicht im Nachhinein, was hätte ich tun können, hätte ich diese Ausbildung gehabt. Und der dritte Grund ist, man lernt einfach mit jedem Einsatz fürs Leben und man lernt die eigene Gesundheit viel mehr zu schätzen. Ich heiße Bruckner Katharina, alle nennen mich Kathi und ich bin ehrenamtliche Rettungssanitäterin beim Samariterbund Ebersdorf. Seit April bin ich dabei. Auf der einen Seite interessiert mich einfach die Notfallmedizin, was ist zu tun, wie kann man helfen und wie funktioniert das alles mit dem Körper, der Organismus. Und auf der anderen Seite macht es mir einfach Freude, mit Menschen zu agieren, Leuten zu helfen, ohne etwas dafür zu verlangen und zurückzubekommen, außer vielleicht Dankbarkeit. Es ist einfach ein schönes Gefühl, auch ein Teil der Gesellschaft zu sein und was Sinnvolles zu machen. Mein Name ist Stefan Hofbauer. Ich bin seit 2015 beim Samariterbund Ebersdorf. Ich habe 2015 als Zivildiener begonnen und ich bin dann freiwillig nach den 9 Monaten dabei geblieben. Das Schönste am Rettungsdienst ist, die Dankbarkeit der Menschen zu sehen. Wir haben moderne Autos, wir haben super Equipment am Auto und dafür braucht es natürlich auch die Leute, die freiwillig ihre Zeit dafür opfern, um professionell mit diesen Geräten zu arbeiten. Was mir besonders gut auf der Dienststelle in Ebersdorf gefällt, ist, dass wir einfach eine tolle Kameradschaft haben. Also es ist ein starker Zusammenhalt, man kann hier tolle Freundschaften schließen und man trifft sich nicht nur im Dienst, sondern auch privat und das verbindet einfach total und das gefällt mir besonders gut. Situationen, wie zum Beispiel bei einer Reanimation, wo es wirklich um alles geht, ist es auch oft schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber in dem Moment hat man dann eigentlich keine Sekunde Zeit, an irgendwas zu denken. Man arbeitet eigentlich einfach nur und tut alles, um diesen Menschen zu retten. Schwierige Einsätze sind wichtig zu verarbeiten. An manche Personen geht es näher heran als an andere. Es ist aber wichtig zu wissen, dass man immer Kollegen hat, mit denen man darüber reden kann.
kein Dienst ist gleich. Man erlebt nichts doppelt. Man ist praktisch im Ungewissen, ob oder wie viel man an einem Dienst ausfährt. So gibt es spannendere Dienste oder halt auch nicht so spannende. Ein schönes Erlebnis im Rettungsdienst ist zum Beispiel, wenn man eine schwangere Frau ins Spital bringt, weil man damit keine Notfallsituation eigentlich hat, sondern dabei ist, wie ein neues Menschenleben geschaffen wird. Ich würde mich freuen, wenn sich weitere Freiwillige finden würden, die beim Samariterbund Rebersdorf mitmachen und einfach ihre Zeit für was Sinnvolles nutzen und sich in der Gemeinde einbringen würden. Es ist einfach ein schönes Gefühl, Menschen zu helfen und ihnen in Notsituationen zur Seite zu stehen.